sehen Sie alles, von der Fähre bis zur Wall Street. Falls Sie mein Gekritzel übersehen haben sollten, da ist auch ein großer Bereich rund um die New York Times. Kostenlose Werbung. 150. Eine halbe Million. Ich spreche hier von $500,000. Das nächste Jahrhundert ist heller, sicherer und gehört Ihnen. Ich finde, das hört sich großartig an, wenn ich Ihr Vermögen hätte. Bei allem Respekt haben Sie aber nicht. Was soll denn das? Das ist nicht sehr nett. Das sind Morsezeichen. Was hat der Junge gesagt? Was hat der Junge gesagt? Wenn es keine Fragen mehr gibt, es war mir ein Vergnügen. Was hat der Junge gesagt? Du weißt schon, was du getan hast. Man erreicht wesentlich mehr, wenn man Nein sagt. Richten Sie die Büros in Manhattan ein. Sie sollen professionell aussehen. Was meinen Sie damit? Keine Ahnung. Teppiche. Und Teppiche. Und der Name? Edison Electric, natürlich. Sir, weshalb entwickeln wir keine Waffen? $5 Millionen. Dazu Nein zu sagen, ist schwierig. Nein. Meine Erfindungen funktionieren. Und wenn sie funktionieren, ist es mir lieber, wenn sie keinen umbringen. Verstehe. Ich hoffe, dass Sie Ihre Scheckbücher dabei haben. Thomas Edison! Heute Nacht könnte sich so einiges ändern. Meine Bücher sind so voller Ideen. Ich würde 12 Leben brauchen, um sie alle auszuführen. Es läuft, sag irgendwas. Mr. Westinghouse, Edisons neues elektrisches System ist erheblich günstiger als Gas. Die Sache kostet mich ein Vermögen! Wir werden groß sein. Groß! Sind Sie ein Prediger? Es werden Kabel angebracht, die Strom weiterleiten. Hat das schon mal vorher jemand gemacht? Nein. Woher hat er bitte die Glühlampen? Von mir! Edison ist ein Scharlatan. Seine Elektrizität tötet die Menschen. Der Mann, der diesen Strom beherrscht, beherrscht diese Zukunft. Mr. Tesla, wir machen alle 10 Tage eine kleine Erfindung und eine bedeutsame alle 6 Monate. Es ist wie Zauberei. Es trägt den Namen Edison und ist somit auch noch attraktiv. Lassen Sie sich von ihm nicht provozieren. Geld ist ihm verdammt egal. Was ist ihm denn nicht verdammt egal? Ich habe euch lieber als jemals ein Mensch auf der Welt jemanden lieb gehabt hat. Mr. Tesla, haben wir eine Übereinkunft? Ich arbeite an fortschrittlichen Methoden, um ihn zu übertreffen. Mein herzliches Beileid. Ich mache immer wieder das Unmögliche wahr. Dann entreißen Sie es mir einfach. Und ich mache irgendwas Neues. Was ist das?